in der Klinik am Südring. Jedes Jahr werden in der Fachabteilung für Frauenheilkunde deutschlandweit über 2 Millionen Patientinnen behandelt. Auf der gynäkologischen Station kümmert sich Dr. Johanna Krämer heute um eine junge Patientin, deren Beschwerden ein ernstes medizinisches Problem aufdecken. Erzählst du mal, was ist passiert? Ich sehe, da ist alles so ein bisschen Blut verschmiert. Du hast die Periode. Ja. Komm mal ruhig rüber, Anna. Ja, ich höre. Einfach weiter erzählen. Sie ist 17 und sie hat das erste Mal die Periode. Mit 17? Ja. Das ist relativ spät. Bei uns in der Familie ist das eigentlich bei den Frauen üblich. Also meine Mutter, meine Schwester, wir haben es alle gehabt. Ja. Und von daher ist das eigentlich nicht so ungewöhnlich. Aber ja, es ist halt okay. Das kann auch sein. Das ist durchaus möglich. Ja. Aber das war die erste Periode deines Lebens. Wann hat das denn angefangen? Vor 3 Monaten ungefähr. Vor 3 Monaten schon? Okay, und so lange blutest du? Sie ist sehr zurückhaltend. Ich komme überhaupt nicht mehr an sie ran. Sie ist total blass. Und heute Morgen, als sie zusammengeklappt ist, da habe ich mich sehr erschrocken, weil das war jetzt das erste Mal, dass das passiert ist. Ja, okay. Also, so blass sieht ich komme überhaupt nicht aus, an sie ran. Also. In der heutigen Zeit ist die Menarche mit 17 zwar relativ spät, aber es kommt vor, ist also nicht allzu ungewöhnlich. Und nach Auskunft der Mutter sind alle weiblichen Familienmitglieder erst spät dazu gekommen, die erste Periode zu haben. Nimmst du eine Pille ein? Na gut. Nee. Nein, okay. Und sonst irgendwelche Medikamente, Schmerzmittel? Auch nicht. Also ich würde jetzt einfach mal einen Ultraschall machen. Dazu muss ich natürlich den Bauch frei haben. Wo ist die Decke geblieben? Die habe ich auf dem Rollstuhl gelassen, aber ich hole die rein. Mhm. Natürlich kann die erste Periode im Leben auch schon mal eine sehr, sehr starke Blutung sein. Das variiert. Das ist mal einen Monat stärker, mal einen Monat schwächer. Aber dass die 3 Monate anhält, das ist natürlich komplett ungewöhnlich. Ne? Die andauernden Blutungen könnten auf eine schwere Unterleibserkrankung hinweisen. Die Schülerin möchte allerdings nur ohne ihre Mutter per Ultraschall untersucht werden. Das ist schon mal ein sehr schönes Bild. Die Blase ist gefüllt. Gebärmutter ist gut einsehbar. Normal groß, normal gelagert. Muss ich was sagen? Ja. Ich habe jetzt meine Periode seit 3 Monaten durchgehend, jeden Tag so stark. Und mir ist es einfach unangenehm, irgendwie von meiner Mama auch darüber zu reden. Pille hast du ja nicht genommen. Nein. Hast du einen Freund? Ja, aber da läuft nichts oder so. Also. Aha, aber ihr seid auch nicht mal irgendwie ein bisschen intimer geworden? Nee. Also es ist einfach jetzt, wie machen wir weiter, ne? Dass wir ausschließen müssen, ist das vielleicht eine fehlgeschlagene Schwangerschaft, also eine Fehlgeburt? Nein, auf gar keinen Fall. Also, nee. Also das können wir wirklich definitiv ausschließen, okay. Die 17-Jährige gesteht, dass sie aus Scham für ihre Regel sogar mit ihrem Freund Schluss gemacht hat. Als kurz darauf die Blutergebnisse vorliegen, klärt die Ärztin die besorgte Mutter auf. Also zumindest kann ich also schon mal nach dem ersten Ultraschallbild sagen, Gebärmutter ist in Ordnung, Eierstöcke sind in Ordnung. Da ist also kein Hinweis auf einen Eierstocktumor oder einen Tumor an der Gebärmutter. Zum Beispiel Myome, die kann man auch erben. Das sind Knoten an der Gebärmutter, die auch zu starken Blutungen führen können. Das ist alles nicht der Fall. Jetzt sehe ich hier die erste Übersicht. Bleib ruhig liegen. Die erste Übersicht von den Laborwerten. Da ist also ein Eisenmangel. Der ist auch wirklich schon beachtlich, aber noch nicht so, dass man da jetzt eine Blutkonserve geben müsste. Ja. Ich habe seit ein bisschen länger jetzt schon mit Fabian Schluss gemacht. Och, warum das denn? Ihr habt euch doch immer so gut verstanden. Ja. Ja, es
wollte ich dir noch gesagt haben. Mhm. Und deswegen hast du dich so zurückgezogen? Du hättest doch auch mit mir reden können. Also ich kann verstehen, dass eine 17-Jährige unter Umständen erstmal überfordert damit ist, dass sie blutet, weil sie das ja noch nicht gekannt hat. Und zum anderen natürlich auch so eine Masse an Blut erstmal erschreckend wirkt auf jemanden. Und dass das nicht die erste Regel ist, konnte sie sich wahrscheinlich auch denken und hat wahrscheinlich gedacht, sie wäre unnormal und sich auch geschämt und deshalb auch die Beziehung zu ihrem Freund beendet. Aber ich sehe hier im Laborbericht in der Eingangsuntersuchung auch noch, dass die Gerinnungswerte erniedrigt sind. Hat sie denn früher schon mal öfter, wenn sie sich verletzt hat, stärker geblutet als normal? Also sie hatte immer sehr schnell blaue Flecken. Also sobald man sie angefasst hat zu feste oder sobald sie sich gestoßen hat, hatte sie sofort blaue Flecke, also auch extremer. Okay. Aber gibt es denn solche Erkrankungen in der Familie, dass also Personen da sind, vielleicht bei Ihnen, Ihrem Mann, dass da Personen sind, die immer stark bluten bei Verletzungen? Mit den Blutgerinnungswerten, dass da irgendjemand in der Familie Probleme hatte, ist mir jetzt so im Moment nicht bekannt. Also eigentlich mein Mann und so meine Familie eigentlich keiner. Mhm. Gut, aber das ist eindeutig, dass die Gerinnungswerte nicht in Ordnung sind. Und aus diesem Grund würde ich Sie sehr gerne auch den Internisten vorstellen. Nach den vorläufigen Untersuchungen, also Ultraschalluntersuchung, war Gebärmutter, Eierstöcke in Ordnung. Und es zeigte sich anhand der Blutwerte, dass es sich eher um eine Gerinnungsstörung handelt. Und das ist auch eine Sache für die Internisten, die halt eben dann auch noch mal Ultraschall der Oberbauchorgane machen müssen. Und dann kommen Sie anschließend noch mal zu uns. Ja? Okay. Ich nehme die mit und kannst du eben anrufen, dass wir mache ich. Während weitere Erkrankungen in der Abteilung für Innere Medizin ausgeschlossen werden sollen, wartet bereits die nächste Patientin, die in Begleitung ihres Freundes in die Notaufnahme gekommen war. Sie befürchtet, unter Genitalherpes zu leiden. Haben Sie schon mal einen Herpes gehabt? Nein. Auch nicht an der Lippe? Nein. Noch nicht. Und seit wann sind die Beschwerden da? Seit ein paar Tagen. Also ich habe auch im Internet nachgeguckt. Ja. Und da war auch, also da stand meistens vom Genitalherpes. Also ich vermute auch, dass das der Verdacht ist. Aber ich hatte es noch nie. Okay, gut. Vor allem würde ich auch mal gerne wissen, ist das irgendwie übertragbar oder kann man sich anstecken? Ich weiß nicht. Man kann sich anstecken, ja. Aber Sie sehen auch ein bisschen. Ach nein, das ist halb so wild. Das ist ja hier so ein Gerstenkorn, habe ich schon seit ein paar Tagen. Okay. Hauptsächlich geht es ja jetzt hier um. Ja, natürlich. Dann würde ich sagen, Sie gehen in die Umkleide. Die Patientin, die mit der Überweisung kam, Verdacht auf Genitalherpes, ist offensichtlich noch nicht gynäkologisch untersucht worden. Sie hatte also nur den Verdacht aufgrund ihrer Symptome weitergegeben. Und diese Symptome waren halt Kribbeln, Schmerzen beim Wasserlassen, ein Wundesgefühl und auch Juckreiz. So. Warte, ich komme rüber. Okay, ja, das sieht genauso rot aus wie sein Auge. Okay, ich mache mal einen Abstrich davon. Mhm. Unter dem Mikroskop kann die Ärztin Bakterien und Erreger und somit einige Erkrankungen direkt erkennen. Dann können Sie sich hier wieder hinsetzen. Ich schaue das eben mikroskopisch an. Und den jungen Mann, den versorgen wir vielleicht mal weiter schicken, mit einer sterilen Kompresse ein bisschen. Zeigen Sie es mal. Also das war auf jeden Fall eben nicht ganz so schlimm. Nehmen Sie die Decke ruhig mit der Hand. Also wegen Gersten kommt sich das mir noch nicht unbedingt aus. Ich bin zwar Gynäkologe, aber geht das? Wie eine allergische Reaktion, würde ich sagen. Aber Sie gehen in die Augenklinik. Sie kriegen von uns nicht dran reiben, eine sterile Kompresse davor halten und dann gehen Sie rüber in die Augenklinik. Nehmen Sie die einmal in die Hand. Der Freund hatte ein geschwollenes und gerötetes Auge, wo er sich auch dran gerieben hatte. Aber dass jetzt das Auge und Ihre Problematik was miteinander zu tun hatten, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Hast du schon irgendwas, weißt du schon was? Hast ja, Bakterien sehe ich nicht. Es sind ein paar entzündliche Zellen da. Das würde ja auch für eine Allergie sprechen. Aber eigenartig ist, das habe ich noch nie gesehen, da glitzert. Wie Glitzer?
Ja, also es leuchtet, aber das Mikroskop ist doch gesäubert worden eben, ja, klar. Oder? Ja, ja. Also es kann nicht vom Desinfektionsmittel sein, oder? Nein, nee, das ist auf gar keinen Fall. Also es glitzert. Können Sie das für eine Erklärung? Gott, Schatz, ich glaube, das war unser Experiment, oder? Was für ein Experiment? Was? Wir haben Glitterbombs ausprobiert. Was ist das, bitte schön? Das erklären Sie uns auf. Ja, direkt gesagt, das sind so Plastikkügelchen, die man sich im Vaginalbereich reintut und die dann aufplatzen. Und was tun so, die dann? Glitzern. Okay. Kann sein, aha, dass das Glitzer ja, halt das ist ein neuer Trend. Ach so, das ist dann Weihnachten in der Vagina. Ja, okay. Ja, so eine Art. Silvester eher, ne? Ja, oder Silvester, ja, ja. Also es ist eine allergische Reaktion. Die gehen ja gleich und zu wenn dem ich mir vorstelle, ja, dass da, das muss ja eine Substanz sein, die dann auch leuchtet und die chemische Substanzen hat, die letztendlich dann glitzern. Das ist ja so ähnlich, als wenn Sie Karnevals-Make-up haben, schmieren sich das irgendwo ins Gesicht. Ja, das ist ja auch nach Duschen und das kann ja jeder mal drauf reagieren. Ja, das haben Sie vielleicht an den Händen gehabt. Das jedenfalls Juckreiz, das, die Rötung, die Schwellung. Das sieht alles aus wie eine Allergie. Das hängt dann so gesehen zusammen. Das hängt dann so zu sehen. Also bei Ihnen, wir können Ihnen eine Salbe aufschreiben. Ja. Sie machen einfach noch mal ein Sitzbad, benutzen die Salbe und dann wird das nach 2-3 Tagen weg sein. Aber er mit seinem Auge, das ist wahrscheinlich eine andere Geschichte. Gleich mal zu er muss zum Augenarzt, müssen, ja, unbedingt. Ich gehe nach vorne, mache Ihnen ein Rezept fertig für die Salbe, dann können Sie ihn begleiten zum Augenarzt, ja? Okay. Meiner Meinung nach können die Leute machen, was sie wollen, können auch Sexspielzeug benutzen, wie sie möchten. Allerdings halte ich das von der medizinischen Seite her nicht für sinnvoll, alles auszuprobieren, vor allem was mit Glitzerpartikeln und solchen Dingen zu tun hat. Und das ist Ihr Rezept? Ja. Genau. Okay, und dann seien Sie vorsichtig mit dem Zeugs, ne? Alles klar. Gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Habe ich aber auch noch nicht erlebt. Das haben wir auch zum ersten, ja, Mal. Ja, immer was Neues. Ne? Die Industrie, kannte ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht. Also. Die Industrie ist ja nicht voll. Voll erschließt immer neue Märkte. Ne? Ja. Auch in dem Bereich. Gut, es gibt ja Vaginalschmuck, warum auch nicht Glitterbomben? Genau. Künftig verzichtet das Paar auf die allergieauslösenden Spielzeuge. Inzwischen ist das Mädchen mit den starken Regelbeschwerden von der internistischen Untersuchung zurück. Doch ihr Zustand hat sich offenbar weiter verschlechtert. Dann gehen Sie bitte noch mal auf die Liege. Warten Sie. Oh, wei. Oh. Das sieht ja auch. Habt ihr Handschuhe? Ja, ich habe sie in der Tasche. Anna, bitte. Nein, nein. Nee, ganz kurz mal, Moment. Wir müssen mal eben. Das scheint aber komplett da rauszubluten. Ne? Als Maja zurückkam, ging es ihr noch schlechter als vorher. Die Kreislaufbeschwerden hatten sich noch verstärkt und sie blutete aus dem venösen Zugang sehr stark, sodass wir auch diesen Zugang erstmal entfernen mussten und einen Druckverband anlegen mussten. Ich hatte noch mal mit meiner Mutter telefoniert. Aha. Und weil sie mich ja vorhin nach der Blutgerinnung gefragt hatten. Ja. Und mir war das ja überhaupt nicht bekannt, aber meine Mutter sagte, dass es in der Familie wohl einen Großonkel gab, ja, der wohl damals Bluter tatsächlich war, ja, und deshalb sogar bei einem leichten Verkehrsunfall deswegen ums Leben gekommen ist. Also es ist wohl familienbedingt. Kommst du da dran? Sollte der Teenager die Gerinnungsstörung geerbt haben, könnte schon eine kleine Verletzung lebensbedrohliche Folgen haben. Die Blutergebnisse sind eindeutig. Es liegt also eine Blutgerinnungsstörung vor, die sich vererbt. Und das muss nicht. Was? Mami? Das trifft nicht jeden. Das kann, je nachdem, welche Chromosomen weitergegeben werden, kann es sich bei dem einen Familienmitglied zeigen und bei einem anderen nicht. Der ist gesund, aber er kann, also hat keine Probleme, aber er kann diese Erbinformation tragen
und dann an die nächste Generation weitergeben. Als Maya von den Internisten zurückkam, fiel insbesondere auf, dass sie aus der Stelle, wo wir den venösen Zugang gelegt hatten, stark blutete. Eine Schwester fiel dann noch auf, dass sie Hämatome am Arm hatte, die sie uns vorher nicht gezeigt hatte, sodass die Diagnose der Internisten Blutgerinnungsstörung, hämorrhagische Diathese vom Typ Willebrand-Jürgens damit auch die Erklärung lieferte. Die Behandlungsmöglichkeiten sind bei Frauen eigentlich ganz gut gegeben, indem man ihr eine Pille verordnet. Sie wissen, dass die Pille für manche Frauen verboten ist, weil sie die Blutgerinnung verstärkt, verändert. Und diese Personen dürfen es nicht nehmen, weil sie dann Thrombosen bekommen würden. Aber in dem Fall kommt uns das recht. Denn bei ihr ist die Förderung der Blutgerinnung ja gerade wünschenswert. Und sie kriegt die ganze Problematik in den Griff, wenn sie jetzt einfach mal die Pille nimmt. Dazu kommt noch der Vorteil, unter der Pille wird die Periode ja sehr schwach. Und das ist ja auch wünschenswert, sodass auch der Blutverlust dann gestoppt ist. Und sie kann in der Zwischenzeit Eisenpräparate nehmen. Die Behandlungsmöglichkeiten bei Maya sind recht gut. Denn hilfreich ist es bei Frauen, kann man das gut machen, eine Pille einzusetzen, die ja bekanntlich diese Gerinnungskaskade verändert und zu einer erhöhten Gerinnung führt. Und das kann man sich in diesem Fall nutzbar machen. Die Blutung, das wird dann auch eine Weile dauern, bis das dann letztendlich ganz aufhört. Da müssen wir auch schon mal mit 14 Tagen rechnen, wo es also weniger pro Tag immer wieder ein bisschen weniger wird. Ja? Entschuldigung, dein Freund, kann das sein? Der steht hier vor der Tür. Aha. Darf der reinkommen? Ja. Ja? Okay. Aha. Hallo. Wen haben wir denn da? Oh, ja. Störch, soll ich lieber wieder... Nein, er kommt ruhig rein. Ja, wir haben schon eigentlich alles besprochen. Ach, das ist ja niedlich. Ich habe dir auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich habe gehört, dass du hier liegst. Okay. Ich glaube, lassen wir das junge Glück mal kurz allein. Nun traut sich die 17-Jährige endlich, ihrem Freund von den Blutungen und ihrer Krankheit zu berichten. Die Gerinnungsstörung lässt sich dank Einnahme der Antibabypille in den Griff kriegen. Und sie hat keine Beschwerden mehr.